Aber erstmal mein Geschenk holen und Rüstung spät. Lasst mich eure Rüstung veredeln. Danke. Braucht ihr irgendwas, mein Herr? Oh, noch nicht freigeschaltet? Na komm, lad schneller. Finde nämlich das Orange schrecklich bei der Rüstung. Besiegt damit die Invasoren. Du bist doch erst fast 15 Jahre alt, also haben deine Eltern schon vor deiner Geburt dich Dr. Proof genannt. Genau so. Gehört euch, wenn ihr mir mehr bringt. Mit den Ozeanfarmen geht das nämlich. Das finde ich angenehmer. Darf ich euch helfen, mein Herr? Braucht ihr einen neuen Köcher? Ein geplantes Wunschwunderkind. Ja, so in etwa würde ich das auch sehen. Eine Samurai würdig. Meine Mutter wusste bei ihrer Geburt schon, dass eines Tages, es gab eine Legende, die besagte, dass eines Tages wird sie einen Mann treffen, der sie schwängert, und dann werden sie ein Kind gebären. Zuerst wird ein kaputter Pfannkuchen geboren, aber der zweite Pfannkuchen ist für Größeres bestimmt als nur einfaches Leben. Und diesen Pfannkuchen sollen sie Dr. Proof nennen. Und Pascal. Und so ward es auch geschehen. Wie die Hexe vom Wald es prophezeit hat. Die Samurai sind hier. Die Samurai vom Festland. Wer ist das? Ich bin Fürst Sakai. Ihr müsst unsere Verstärkung sein. Das ist richtig. Ich bin Fürst Sadamune Oga, Bannerträger des Shoguns. Willkommen in Tsushima. Danke, Fürst Sakai. Der Shogun entsandte uns sofort, als er eure Nachricht erhielt. Euer Onkel gab gerade den Befehl. Wir ziehen in die Schlacht, besiegen den Khan und erobern Burg Shimura von den Invasoren zurück. Ausgezeichnet. Sammelt eure Männer. Ich muss noch nach jemandem sehen. Ich werde am Nordtor auf euch warten, dann reiten wir gemeinsam zu eurem Onkel. Jin, ihr seid schon zurück? Geht ihr auch nicht so hart mit ihnen um, Fürstin Masako? Das halten sie aus. Die Bauern Yarikawas sind zäher, als sie aussehen. Und sehr stur. Noch sturer als ihr? Auf keinen Fall. Vor einer Woche noch hätten sie auf die Namen Sakai und Adachi gespuckt. Doch seit euren Taten in Yarikawa, sie sind euretwegen hier. Ich werde sie nicht enttäuschen. Ich auch nicht. Die Hirse! Sie strecken unsere Hirse. Wie sollen wir so stark kämpfen? Ich sage es euch, der mongolische Kaiser hat seinen Thron auf dem höchsten Berg am Mittelpunkt der Erde. Ach, guck mal, wer da hier steht. Macht die Zapfen fest, jeden einzelnen! Ich sehe, ihr seid fleißig. Jemand muss doch dafür sorgen, dass der Rambok einsatzbereit ist. Wenn das Ding auseinanderfällt, kommen wir auf keinen Fall in die Burg eures Onkels.
Hätten wir in der Asamo-Bucht bloß einen gehabt. Hat's euch in meinem Karren nicht gefallen? Ich wollte nicht nach Sake richten. Warum schreit er so? Yuna hat's mir erzählt. Das mit Taka. Ein mutigerer Bastard, als ich es je war. Wäre Taka hier, würde er sicher widersprechen. Tja, ich versuche ihn nicht zu enttäuschen. Allesamt ausgelöscht. Bis auf Fürst Adachis Frau. Fürstin Masako. Das Problem ist, die mit meinen Verbündeten zu reden, sondern sie zu finden. Also die Kriegsmönche, die uns beistehen. Fürst Sakai. Norio, trainiert ihr die neuen Rekruten? Nicht ganz, mein Herr. Ich habe gerade mit ihnen meditiert. Samurai, die Bürger Yarikawas, jede Seele braucht vor dem Kampf einen Augenblick der Ruhe, um die Vergänglichkeit des Lebens zu akzeptieren und den möglichen Tod. Weise Worte. Meditiert ihr mit mir? Es wäre mir eine Ehre. Hab Dank, Mario. Wir haben keine Brötchen als Gurt um sich rum. Weiß nicht, was das ist. Das sind Reisbällchen. Du denkst, wie er so dick geworden ist. Als wir ihn kennengelernt haben, hat er uns gesagt, er hat 3 Tage gehungert. Siehst du ja, wer gehungert hat, die anderen Gefangenen nur. Aber mein Gaumen ist irgendwie seit Tagen schon total ausgedorrt. Ich glaube, dass er Mongolenanführern die Kehle aus. Oder war er vorher noch dicker? Ich musste den Kopf frei. Ach, welchen Verbündeten habe ich jetzt vergessen noch? Mit dir habe ich gesprochen. Oder gilt Yuna als der 4. Verbündete? Es ist Zeit. Vielleicht ist dein Pferd der 4. Verbündete. Die Samurai sind hier. Das ist gut. Alle machen sich kampfbereit. Hast du dich ausgeruht? Ich konnte nicht. Tut mir leid. Taka sollte hier sein. Er glaubte an dich. Jetzt tun es die Bürger von Yarikawa. Weil du für sie einstandest, als niemand sonst es tat. Sie riskieren ihr Leben für den Geist. Ich gebe mein Leben für die Bürger von Tsushima. Und für dich. Hoffentlich kommt es nicht dazu. Sei vorsichtig, Yuna. Ich muss Fürst Oga. Wir sehen uns auf dem Schlachtfeld. Der Bogenschütze, aber den habe ich nirgendwo gesehen, den alten Sack. Der ist bestimmt eine neue Schülerin suchen. Weil ein alter Mann und eine junge Schülerin, das geht immer gut. Herr, etwas von euren Jagdzügen anzubieten? Ach, da steht er, oder? Willkommen zurück, Fürst Sakai. Sensei, ihr kennt bereits unsere Verstärkung. Die Bannerträger des Shogun sind Elitekrieger. Doch selbst sie können ihre Bogenkunst noch verbessern. Und die Bauern? Beeindruckend. Viel Talent, aber ungeübt. Ein großes Lob von euch. Yarikawa war einst das Rückgrat unserer Insel. Wir könnten die Mongolen in die Flucht schlagen.
Nach einem Monat harten Trainings. Ihr habt eine Stunde. Dann hört auf, mich abzulenken. Fürst Sakai. Fürst Ogre. Wo ist mein Onkel? Er wartet auf dem Hügel auf euch. Es wäre dem Ogre-Clan eine Ehre, euch dorthin zu eskortieren. Schön, Gesellschaft zu haben. Du bist im Begriff, eine lange Geschichte zu beginnen. Willst du damit fortfahren? Ja. Lassen wir den Khan lieber nicht warten. Wunderbar. Lange Geschichte. Ach so, das ist wirklich eine lange Geschichte wohl. Ich hätte jetzt natürlich gedacht, euch vielleicht heißt Respekt, das lange Fürst Geschichte. Sakai. Die Rettung eures Onkels, die Hilfe der Verstoßenen von Yarikawa. Richtige Krieger sind sie nicht, doch ich vertraue ihnen mein Leben an. Dann tue ich es euch gleich. Haben die Leute wirklich einen Namen für euch? Geist? Sie mussten an irgendwas glauben können, als die Samurai besiegt waren. Nun sind die Samurai zurück. Die Märchen müssen zur Ruhe gebettet und die Gesetze des Shoguns erneuert werden. Retten wir diese Insel und die Menschen, deren Heimat sie ist. Sie kann warten, bis der Khan tot ist. Natürlich, Fürst Sakai. Tragen wir die Rüstung unseres Clans. In der Schlacht für den Shogun. Fürst Shimura, euer Neffe ist gekommen. Jin, hier oben. Vielleicht hat der Khan ja ein Abkommen mit dem Shogun. Bereits gemacht. Aber das kann nicht sein, sonst wird er sich nicht so bemühen um die Leute hier. Das wäre zu merkwürdig. Wir haben alle, die wir für die Rückeroberung brauchen. Ich besiegte die Strohhüte. Doch Iozo floh mit dem Khan. Sie wollten, dass ich euch verrate. Ihr spracht mit dem Khan? Ich war gefangen. Hätte ich das gewusst, hätte ich euch mit meiner ganzen Armee gerettet. Yuna half mir zu entkommen. Doch ihr Bruder, er starb ehrenvoll. Der Khan wird für sein Opfer bezahlen und für das, was ihr erlitten habt. Jin, der Shogun unterstützt meine Entscheidung zur Adoption. Wenn unsere Insel sicher ist, seid ihr der Erbe von Clan Shimura. Nicht als Geist, sondern als Samurai. Ich enttäusche euch nicht, Onkel. Heute reiten wir in den Kampf als Sakai und Shimura. Morgen werden wir den Sieg feiern, als Vater und Sohn. Samurai rühmen sich ihres Ehrenkodex, aber er macht sie auch starr, durchschaubar, leicht zu brechen. Der Geist kennt keine Grenzen. Das macht ihn gefährlich. Jetzt zählt es, Jin. Diese Schlacht bestimmt das Schicksal der Insel. Holen wir uns den Kopf des Khans. Gemeinsam. Und überbringen ihn persönlich dem Shogun. Krieger von Tsushima! Heute besiegen wir Kotonka! Holen Burg Shimura zurück und verjagen die Mongolen aus unserer Heimat! Holt Fürst Shimura! Zum Sieg! Tötet sie alle!
Khan hat irgendeinen Ass im Erbe. Ich glaube nicht, dass das so einfach ist. Das ist für meinen Bruder! Ah, Physik! Ich bin irgendwie von der Wand weggebaut. Meine Rüstung ist die einzige, die dreckig wird, weil ich so viel über dem Boden die ganze Zeit rolle. Auf sie, sonst setzen sie uns fest! Tötet sie alle! Deutschland!
Schaffet den Weg aus! Wir brauchen keine Überraschungen! Hauptsache, wir gehen durch einen Haufen Tore schon durch und dann sagt er mir, ja, jetzt kundschafte doch mal bitte den Weg aus, bevor wir weitergehen. Kehrt heim, Japanerhunde! Durch dieses Tor kommt ihr nicht! Lauft, Feiglinge! Und nein, es hat der Onkel gesehen, wie unehrenhaft ich gekämpft habe. Was tut ihr da? Den Weg freiräumen. Doch nicht so. So niemals. Kämpft wie ein Krieger, mit Ehre. Nicht wie ein Monster. Nur so verstehen sie es. Terror ist keine Waffe eines Samurai. Dusu! Wir können nicht vorstoßen. Das ist eure Chance, Fürst Sakai. Zerstört ihre Waffen, ehrenvoll. Ich halte die Stellung und lenke sie auf mich. Ich komme mit dir. Bleibt bei mir. Haltet eure Position. Fürst Sakai, geht in Ruanda. Los, auf die Spitze! Au! Waffe gehört uns! Vorwärts! Ziele auf die Mongolen! Mach den Weg frei! Upsala, es war gegen meinen eigenen. Mehr Mongolen! Töten sie alle! Zu den anderen. Es war gut, die Mongolen am Tor einzuschüchtern. Dein Onkel liegt falsch. Er will es nicht verstehen. Wir sterben, wenn wir uns nicht ändern. Nur dank dir haben wir es soweit geschafft. Und jeder weiß das. Vor uns liegt noch ein weiter Weg. Boden! Schütze! Wir haben Mongolen da oben!
Gib hinten Acht, Masako! Keine Gnade für die Mongolen! Schick sie zurück in die Hölle! Upsala. Mein Onkel sucht sie schon. Mein Gott, ist sie weggeflogen. Vorwärts! Macht nichts, die Frau kann das ab. Sie hat ihren Bruder verloren. Da kann man auch schon mal so einen Schuss kassieren. Töte sie alle! Der richtigen Kampfhaltung. Warum kann er sich so wehren? Wir müssen nur die Brücke einnehmen und dann den Bus begleiten. Würde niemand so aufgeben. Etwas stimmt. Die sprengen die Brücke. Nee, da war keine Chance, rechtzeitig die Pferde wegzusprengen. Verehren. Sammelt unsere besten Soldaten. Wir reparieren die Brücke und greifen bei Dämmerung an. Nein. Zu viele sind tot. Hättet ihr auf mich gehört? Genug! Es gibt einen anderen Weg. Wir besprechen ihn allein.